Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Videofolge hier auf unserem Kanal. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach Japan, oder? Ja, in unendliche Weiten des japanischen Modellbaus, denn es geht weiter mit unserer Starblazers-Reihe. Und zwar der Hyuga. Da wollen wir weitermachen mit den nächsten zwei Folgen und das sind zwei besondere Folgen, zumindest zahlentechnisch, denn wir haben heute die Ausgabe 199 und die 200. Wahnsinn, oder? Was für eine Zahl wir da schon in dieser Starblazers-Reihe erreicht haben. Okay, 200 Ausgaben, wir bauen auch drei Modelle in dieser Zeit, aber trotzdem, das ist schon eine richtig große Summe, die wir hier erreicht haben. Und ja, diese 200 werden wir heute knacken. Was machen wir denn heute, beziehungsweise was gab es letztes Mal? Wir haben uns hauptsächlich um dieses Stückchen hier gekümmert beim letzten Mal. Wir haben diese vordere Decksplatte bekommen, da haben wir so eine Klappe eingebaut für ein Space Jet und wir haben die beiden Geschütztürme, wie ihr hier sehen könnt, mit zusammengesetzt und auch schon eingebaut, beziehungsweise mit sämtlichen Lichtleitern ausgestattet. Das haben wir schon alles gemacht und brauchen wir heute auch nicht weiter, aber es geht heute weiter am Rumpf auf jeden Fall. Wir haben ja hier, das ist unser aktueller vorderer Rumpf, hier noch so eine große, ja, noch nicht so wirklich weitergebaute Fläche hier, diese hier. Und die wollen wir ein bisschen mal, ja, ein bisschen höher ziehen. Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite werden da jeweils Wandstücke kommen, die wir anbauen werden und Plattformen und so weiter. Ihr seht diese schon, da ist so eine schöne Plattform, die werden wir auch mit einbauen. Ein paar Lichtleiter kommen mit dazu und so weiter und so fort. Ein paar Kanonen sind auch mit dabei. Hier haben wir noch eine Rumpfplatte, also da wird unser Modell sich so ein bisschen ja, von der seitlichen Öffnung, die wir noch haben, so ein bisschen nach oben hin dann schließen. Das ist der Plan für die heutigen zwei Folgen. Ja, und deswegen legen wir direkt los, oder? Ich bin auf jeden Fall dafür. Und dann legen wir los mit Ausgabe 199 und der, ja, quasi auch Jubiläumsausgabe 200 von unserem Space Combat Carrier Hyuga. Viel Spaß! So, ihr Lieben, dann legen wir los mit Ausgabe Nummer 199 unserer Hyuga mit den Teilen, die wir hier schon aufgelegt haben oder ja, hingelegt haben, die ich hingelegt habe. So ist richtig. Ja, wir sollen uns zuerst diese Platte nehmen. Diese hier, die kommt zuerst zum Einsatz, so wie das aussieht, genau. Und wir brauchen direkt unseren Rumpf. Na dann machen wir direkt Rumpfarbeiten hier. Alles klar, da haben wir unseren Rumpf. Und das Ganze soll, mal selber gucken, wohin damit, auf diese Seite eingebaut werden. Sehe ich das richtig? Nicht, dass ich das Falsches angucke, aber ja, ich muss es einmal drehen, so wie das aussieht. Ja, und das Ganze soll wohl hier angebaut, wo ist hin? Da, angebaut werden. Sehe ich das richtig? Scheint so. Wir haben hier einmal drehen, so rum soll es nämlich hin, dass diese Öffnung nach innen zeigt. Und hier haben wir zwei Schraublöcher und hier soll man das Ganze so anscheinend irgendwie drüber legen. Ja, hier haben wir ein Schraubloch, da und hier. Alles klar, dann kommt das Ganze so hier hin. Achso, fügt sich zumindest hier so ein bisschen ein, das ist schon mal gut. Genau so passt das und soll mit zwei Schrauben verschraubt werden. Ich muss mal eben selber gucken, ob die Schrauben alle gleich sind, aber ich glaube schon. Ja, alle gleich, alles klar. Dann schrauben wir das fest. Einmal hier in den Verbinder, den wir vor geraumer Zeit angebaut haben, weiß ich gar nicht mehr wann. So, einmal. Und hier müsste der auf jeden Fall ja auch in richtiger Position sitzen. Dann machen wir das doch. So, damit haben wir das Rumpfteil schon mal. Ups, sorry, falls ich in der Kamera war. Schon mal dran. Alles klar. Dann ja, können wir den Rumpf mal eben wieder zur Seite legen. Haben wir schon mal vorbereitet. Alles klar, okay. Dann eben zur Seite. Dann nehmen wir uns diese Platte. Da werden jetzt
ein Verbinder, das ist der hier, und zwei Lichtleiter eingebaut. Wir haben drei Stück. Zwei davon, da ist der goldene Ring aber ziemlich weit vorne, oder die Schelle, wie ich mittlerweile gelernt habe durch U96. Da wird das Ding Schelle genannt. Die beiden brauchen wir auf jeden Fall. Ein bisschen aufgedröselt hier das Ganze. Die kommen jetzt, wenn wir selber gucken, wohin? Erstmal richtig drehen, so. Hier haben wir zwei kleine Löcher. Da und da. Da kommen die Lichtleiter wohl durch, so wie das aussieht. Ihr dürft auch gerne näher rankommen. Ja, scheint so. Die kommen hier rein, die Lichtleiter. Einmal. Und zweimal. Und jetzt kommt dieser Verbinder drüber. Der soll so einmal gedreht werden. Und hier haben wir auch zwei Löcher. Da kommen die, die anderen Enden vom Lichtleiter durch. Also der hier so einmal. Na gut, kann ich auch so machen erstmal. Also kann ich das wieder reinpulen, so, dass die dann so zusammenhalten. So, guck mal, perfekt. Und dadurch, dass die hier so einrasten, werden sie auch automatisch in Position gehalten. Alles klar. Und dann sollen die Lichtleiter hier, sind so kleine Führungen, da sollen die einmal reingestopft werden. Und dann hier ist auch eine Lasche, da sollen sie dann nach draußen geführt werden. Na gut, okay. Wenn die nicht so lang wären hier, wäre es einfacher. So einmal. Und das Ganze mit dem zweiten auch mal. So. Und hier auch in diese Führung. Mit rein. So, haben wir erledigt. Und dann sollen wir diese markieren. Hier haben wir die drei FD-Sticker. Dann machen wir das im gewohnten 4 cm Abstand, wie wir es schon kennen. Einmal hier. Flip. Und einmal hier. So, haben wir erledigt. Alles klar. Ja, und zum Schluss sollen wir noch die überstehenden Stücke hier, die wir hier haben, mit abknipsen. Das ist jetzt auch kein Problem. Einmal und zweimal. Alles klar. Da ist er hin. Okay, haben wir. Und dann soll genau diese Platte jetzt eingebaut werden auf die Platte, die wir gerade eben schon hatten. Aha, okay, alles klar. Deswegen sollte die zuerst eingesetzt werden. Hier kommt sie jetzt wohl drauf, das Ganze. Die Lichtleiter gehen ja automatisch hier nach innen. Ich tippe mal hier hin, weil hier rastet das auch ein an verschiedenen Punkten. Einmal hier zumindest, ja. Und sollen mit vier Schrauben, den letzten vier von dieser Ausgabe, 1, 2, 3, 4, verschraubt werden. Okay, und zwar einmal, wenn wir mal gucken, wo, in diesem Loch, hier, einmal, dann kann man schwer erkennen, ehrlich gesagt, hier, da, und noch wo, das kann man ganz schwer erkennen. Sorry. Nein, gut, diese Löcher werden es nicht sein. Es können ja nur hier diese sein. Hey, das kann man ja ganz schwer erkennen hier. Ja, auf jeden Fall dieses Loch wird es sein. So. Die drei, oder kennst du es nicht auf dem Bild? Das ist blöd. Ja gut, auf jeden Fall dieses hier. Ja, und wo jetzt die vierte?
Ah, hier vorne, glaube ich. Ja, genau, hier ist auch ein Schraubloch. Alles klar. Nicht an den äußersten Rand, aber hier vorne. Okay. Das ist schwierig zu erkennen. Dann kommt das Ding hier rein. Alles klar. Dann sitzt das auch so weit dran. Okay, und ich glaube, wir müssen noch einen Lichtleiter einbauen. Genau, einen haben wir noch. Den hier. Der soll, jetzt interessant, hier durch dieses Loch, durch diese Führung gehen. Und durch diese Führung gehen. Alles klar. Ja, interessant. Jetzt muss ich mal eben gucken. Der soll hier durchgestülpt werden. Ist das richtig? Genau, der geht hier einmal durch. Durch dieses Loch. Von oben. Der goldene Ring ist hier oben. So. Einmal hier durchziehen, das Ganze. Ziehen, 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 bis alles weg ist wahrscheinlich. Bis es nicht mehr weitergeht. Wahrscheinlich bis zum goldenen Ring. Gehe ich mal von aus. So. Und der Rest soll hier in diese Führung gehen. Flop. Und da steht noch ein bisschen was ab. Das soll noch, das kommt noch zum Einsatz. Auf jeden Fall. Aber so soll das Ganze dann aussehen. Ihr Lieben. Okay. Dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und das war alles für Ausgabe 199. Diese Platte kommt gleich zum Einsatz. Ihr seht schon das Loch hier für den Lichtleiter. Das kommt dann gleich zum Einsatz, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Aber ich hole mal die restlichen Teile von der Ausgabe 200 einmal raus. So, ihr Lieben, da haben wir die Teile für Ausgabe Nummer 200 unserer Hyuga. Ja, wir haben ja auf jeden Fall ein paar Kanonen, die angedeutet sind. Die bekommen gleich noch Details. Ein Rumpfteil, das ist auch aus Metall in diesem Fall. Das wird alles mit zusammengebaut. Alles klar. Und dann legen wir los, indem wir auch direkt diese Kanone zusammensetzen wollen. Alles klar. Das ist diese schwarze Platte. Die sind so vier Ausbuchtungen. Da kommen diese Hülsen hier drüber. Jeweils. Und die werden einfach per Sekundenkleber festgeklebt. Alles klar. Kein Hexenwerk. Das Ganze anzukleben. Nicht zu viel. Na gut, kann man auch am besten hier einmal auf die Dinger machen. Und dann einfach einsetzen, die Dinger. Ein bisschen heran, damit ihr auch was sehen könnt. So, besser ist. Ja, nichts Wildes dabei. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen viel genommen. Aber es wird sich sowieso nahezu komplett verdecken. So. Und ein vierter. Flip. Sitzen alle mit drin, wie man sehen kann. Wunderbar. Dann kommt dieses hier drüber. Das hat zwei, da haben wir hier zwei Löcher. Und dann wird das hier entsprechend der Form so drüber gelegt. So. Wird auch verklebt. Machen wir auch. Kein Thema. Nicht durcheinander kommen hier. Ich kann das Ganze auch halten. Na, so. Haben wir auch erledigt. Und dann kommt das Ganze jetzt schon an diese Platte mit ran. Die drehen wir hier einmal um und können diese Kanonen quasi jetzt komplett einmal einsetzen. So rum. Genau. Hier kommt es hin und wird verschraubt. Ich tippe mal ganz stark mit Metallschrauben. Genau, diese silbernen hier, weil Plastikschrauben wären sinnfrei. Haben wir auch schon mal irgendwo letztens gemacht, was ich jetzt gar nicht verstanden habe. Aber okay. So, einmal.
zweimal. So sieht das Ganze dann aus. Sehr schön. Und wir haben noch zwei von diesen Halterungen. Die kommen hier und da mit dran. Da haben wir auf einer Seite hier ein Loch, auf der anderen Seite nicht. Nur mal gucken, wie rum das Ganze soll. Das Loch soll nach oben zeigen, also hier an diese Fläche. Alles klar, dann machen wir die so ran. So wie das aussieht, ja, dann machen wir das so. Eine hier. Die gehen auch für Metallschrauben ziemlich gut rein. Mal haken die so ein bisschen, gerade weil die Teile ja lackiert sind. Aber das klappt gut. So, einmal. Und die anderen beiden Schräubchen fürs zweite Stück. Ja, was das für einen Sinn hat, weiß ich noch nicht, aber das wird sich gleich zeigen, denke ich mal. Oder demnächst zeigen, je nachdem. Könnte auch demnächst sein. Wir werden sehen. So. Und hier nochmal. So. Haben wir auch dran. Wunderbar. Erledigt. Dann wird das ganze Stück jetzt angebaut. Und zwar an der Platte, die wir gerade eben schon hatten. Nämlich diese hier. Da kommt dran. Alles klar. Da wird das Ganze angesetzt. Wir haben hier letzterweise drei Führungen. Und genau da kommen diese drei hin. Wir gucken, dass die Lichtleiter nicht eingequetscht werden. Genau, hier soll das Ganze so ran. Hier sieht man auch so eine kleine Führung, dass sie hier dahinter greift, so wie das aussieht. Und dann wird das Ganze hier so eingesetzt. Denke ich, hoffe ich. Oder hier drunter. Ah, hier drunter. Okay, hier drüber, da drunter. Alles klar, so kommt es hin. Wunderbar. Ja. Alles klar. Und dann sollen wir wahrscheinlich eine Metallschraube nehmen. In der Mitte, genau, weil wir noch durch das Metall schrauben. Und hier schrauben wir zwar zwischen Metall, aber in das Plastik von der Platte unten mit rein. Das heißt, wir brauchen nur eine Metallschraube für die Mitte, weil da die Lasche jetzt drunter liegt. So. Und dann zwei Plastikschrauben. Genau, für die anderen beiden Seiten. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Einmal. Ich wundere mich, dass ich von jeder Schraube jetzt zwei übrig habe. Aber okay. So. Haben wir auch dran. Wunderbar. Jetzt ist natürlich hier ein großer Spalt. Aber der wird sich, denke ich mal, geben, wenn das Ganze weiter mit weiteren Details ausgestattet wird. Spätestens wenn hier oben drüber was kommt, wird das, denke ich mal, dann sich ergeben. Okay, das haben wir dran. Und dann soll wirklich nur noch diese Platte, die hier mit eingesetzt werden, der Lichtleiter kommt hier oben durch. Genau, und soll an den vier Pins hier, das sind netterweise auch die Punkte hier, verklebt werden. Alles klar, dann können wir auch die hier ran machen, weil sieht am Ende eh keiner mehr. Kein Problem. Und hier eben der Lichtleiter durch. Das ist wichtig. So. Na, in der Führung darf er schon bleiben. Ansonsten schauen wir, dass wir das Ganze jetzt schön runtergedrückt bekommen. So. Das hört sich doch gut an. Klack, 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 klack. Lichtleiter hängt ja auch noch drin. Wunderbar. Und damit ist diese Plattform mit verbaut. Wunderbar. Wir können wahrscheinlich zum Schluss das Ganze noch abschneiden. Genau. Machen wir auch hier einmal. Flip. Genau. Einmal ab das Ganze. Und dann passt das. Dann haben wir das Ganze jetzt soweit mit eingebaut. Und das ist es das auch gewesen für diese Folge. Wir haben hier diese Seite quasi gut weitergebaut. Hier haben wir das Rumpfteil mit dran, diese Plattform ist mit dran gebaut. Das ist das Ergebnis dann von den Ausgaben 199 und 200.
Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 199 und 200 sind fertig und wir haben an einer Seite von unserer Hyuga hier dieses Rumpfteil mit angebaut, inklusive dieser Plattform. Die sitzt ebenfalls mit dran. Wie gesagt, noch stört mich hier dieser Spalt, der hier ist, hier in den Rumpfteilen, weil die noch nicht zu 100% zusammenliegen. Aber hier ist schon ein Schraubloch, sehe ich gerade. Auch hätte ich das mit reinschrauben sollen. Das sieht so aus, wartet. Das kriege ich gleich noch raus. Ja, natürlich, mir ist noch eine Metallschraube übrig geblieben. Natürlich, hier ist sie. Das muss auch frei, reingeschraubt werden. Da siehst du, dann haben wir das Problem auch weg. Da, nämlich, da seht ihr es, da ist ein Schraubloch. Da wird das Rumpfteil damit verbunden. Okay, nicht gesehen gerade. Dann werde ich das auch nochmal erledigen. Kein Problem. dann haben wir das Problem auch weg. Wunderbar. Ja, das war alles für heute. Wie geht es beim nächsten Mal weiter? Diesen ganzen Rumpfabschnitt, den wir hier haben, diesen großen, den können wir uns zur Seite legen, weil wir gehen ans Heck unseres Modells. Da bauen wir die Heckturbine zusammen. Das sind ja mehrere Turbinen, wie man hier sehen kann, noch so ein bisschen erahnen kann. Hier auf dem Bild hier zum Beispiel, ne, die ganzen hier, die werden zusammengesetzt. Da werden wir die Turbinen zusammensetzen, beziehungsweise die Lichtleiter einbauen. Hier kommen keine LEDs direkt rein als Turbinen, sondern hier gibt es Lichtleiter, dicke Lichtleiter, die damit eingesetzt werden. Das ist das Ziel, das wir nächstes Mal dann ja, logischerweise erreichen werden. Und ja, darum soll es dann beim nächsten Mal gehen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Vielen Dank ja, fürs Zuschauen. Lasst euch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo für den Kanal natürlich genauso dürft ihr gerne kostenfrei dalassen. Und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos online gehen. Von mir, von Tobi oder unseren gemeinsamen Projekten. Ja, bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch wie gewohnt ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.